Zombie Apocalypse. Upsi. Ja, es geht los. Ja, okay. Okay. Welche Karte? Schon wieder Crewmate, Alter. Werde ich jetzt gleich sehen. So, ich wäre gerne mal was anderes als Crewmate. Also, ja. Da gibt es ja so viele unterschiedliche Möglichkeiten, was man sein kann, ne? Das ging schnell. Also es ist irgendwie ein Schema zu erkennen. Krotzi kam mir schon wieder entgegen aus der Seite, wo die Leiche war. Die war nämlich in diesem Electrical. Electrical ist irgendwo links, ne? Electrical ist ja oben links. Krämer hat so lange nichts gesagt, es ist Krämer, ganz klar. Der Detektiv war zu lange ruhig. Ich habe halt diesen Müllschlucker wieder betätigt. Bin dann hochgegangen und da kam mir Krotzi in diesem langen Gang entgegen. Also ein paar Sekunden, nachdem das Licht wieder an war. Also ich würde sagen, also das Licht war schon wieder an, also er hätte die Leiche sehen können? Ja. Also er muss ja irgendwie mal kurz in Electrical da gewesen sein, weil ich hatte die Task gemacht, da war Licht aus, Task fertig, Licht war wieder an, ich gehe hoch, Krotzi kommt mir entgegen. Okay, Krotzi, welchen Schlüssel hast du? War ein Witz, hör auf. Oben rechts. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht wissen. Ja, ich war Medbay. Wo waren Leo und Mario? Ich bin vom Anfang, also von oben aus direkt nach rechts gelaufen. Ich war komplett alleine im Medbay. Ja. So, Mario, wo warst du? Ich bin auch jetzt gerade rechts allein. Ich glaube in dem Labor. Rechts vor mir also sehe ich gerade das Fernrohr. Ich war nicht alleine im Medbay. PS, ich war neben dem Emergency-Raum und wollte gerade meine Karte scannen. Aber es hat mich niemand gesehen, also ich habe kein Alibi, ich könnte es gewesen sein. Sag doch, Krämer war's. Also, Auge auf Stefan, ja? Großes Auge. Wenn ich sterbe, ist es er. Diese Aussage. Wenn ich sterbe, ist es er. Da bin ich und ich muss oben rechts sein, okay. Chris war in diesem Lavafeld. Das Ding habe ich erledigt. Also die eine Aufgabe da, die checke ich jetzt nicht. Ist doch richtig hier, ne? Okay. What? Ich habe den Report-Knopf gefunden. Spitzmäßig. Wo hast du die Leiche gefunden? Okay, das muss dann Leo gewesen sein. Ach, sorry, war gerade am Telefonieren. Du hast rechts, wo du vorhin an dieser Lava-Quest warst, wo du die Gradzahl einstellst, da geht es dann direkt unten links in so einen Gebäudetrakt rein. Ja. Mitten auf dem Flur. Okay. Ich glaube, das ist, wenn ich es gerade richtig sehe, ich sehe gerade den Tisch über uns. Zwei von euch, ja, dann doch, dich und mich sehe ich ja gerade. Also direkt unter uns auf dem Gang. Ach, Gott sei Dank ist Leo tot, jetzt hat mich keiner mehr im Verdacht. Ja. Also ich war, also bis jetzt war ich wieder alleine, ne, hab kein Alibi. Es muss aber jemand gewesen sein, der von der Ecke aus
Wenn er nicht irgendwelche Nee, ich habe Lights gekämpft und hab sie direkt wieder angemacht, weil sie gemerkt habe, dass das Licht direkt wieder angegangen ist. Mario, was meinst du? Von dem Flur mit der Leiche. Also ich bin jetzt von rechts reingekommen, mir kam niemand entgegen. Also entweder ist die Person nach links oder ich weiß nicht, ob man da irgendwo eine Fluchtmöglichkeit hat. Ich will ja nicht sagen, aber es gab eine Person, die ist definitiv nicht zum Seismic gekommen. Du meinst du mich? Ja, ja, ich meinte dich, Klotzi. Ja, ich war gerade unten und deswegen nicht in der Nähe. Ich war auch noch da unten. Ich war hier rechts in dem Labor und hatte da so eine komische Quest, wo man gescannt wird. Und da stand unten drunter Terror, also Waiting for Terror. Da hat mich ein bisschen irritiert, deswegen war ich erst kurz danach bei diesem Seismic-Ding gewesen. Gerade wo es aufgehört hat, bin ich dazugekommen. Ja. Es ist wohl Klotzi, ha? Ich glaube auch wirklich, dass es Klotzi ist. Mhm. Ich hatte schon am Anfang anderen Verdacht, weil er kam halt entgegen von der Leiche. Trotzdem, wo warst du? Die Beweise sind mittlerweile erdrückend. Ja. Okay, ich hab ja gesagt, ich habe den Schlüssel oben rechts. Ja, ich habe aber nicht drauf geachtet, wo du gespawnt bist. Ja, dann kannst du jetzt gucken, wo ich spawne. Das könnte ich wirklich. Aber ich will eigentlich nicht mehr mit dieser Taktik spielen. Wie gesagt, ich habe den Trick einmal gemacht. Ich fand seit dem Fall, sorry, Shiny übrigens, ist nichts Persönliches. Ich fand es halt echt einfach lustig, mal zu machen, okay? Und Shiny kam mir gerade in den Sinn, skippen bitte. Shiny kam mir gerade in den Sinn, weil er halt so auf mich verdächtig war, aber ich will eigentlich nicht mit der Taktik spielen, deswegen gucke ich jetzt einfach weg und du läufst eine Runde, okay? Ernsthaft? Ja, ich will nicht damit spielen, ich will selber auf die Sachen kommen. Macht viel mehr Spaß. Zu diesem Seismic-Ding. So, die andere Quest ist hier. Boah, Alter. Komm schon, ich will nicht sterben. Nein. Wo sind die? Wollte ich gerade auch machen. Okay, gut, dass noch alle leben, wundert mich jetzt ehrlich gesagt. Ich wollte den Trick machen. Ja, Cooldown zurücksetzen, mehr nicht. Ja, das war... Skippen und weiter. Jo. Ich bin übrigens fertig mit meinem Task. Ja, ich auch. ich auch. Ja. Ich muss nirgendwo mehr hin, ihr müsst mir nicht folgen. Ich hoffe einfach nur so durch die Weltgeschichte. Ach so, okay. Okay. Hilde, ich verstehe die Welt nicht mehr. Ich weiß nicht, wo Stefan ist. Jupp, das war die letzte Quest. Top. Stefan, du hast echt einen Time-Lag, ne? Ja. In dem Moment... So, da bin ich wieder, ne? Wo ihr beide... Michi, ja, Gott sei Dank weißt du nicht, dass ich mittlerweile Maskehasser in dieser Gruppe bin. Ja. Ich verstehe gar nicht, warum. Wirklich? Also in dem Moment, wo Chris und Kremer sich so einig waren, ist es gar nicht. Ich hab Verdacht geschaffen. Aber anders.
Wahrscheinlich, ja, wenn ich dir nicht, hinterhergelaufen wäre, dann hätte ich es wahrscheinlich geschafft, oder? Ja, wärst du mir nicht hinterhergelaufen, hätte ich dich auch nie verdächtigt tatsächlich. Dann hätte ich es nicht an dir getestet. Vielleicht irgendwann an jemand anders. Weil Michi, ich habe gestern in Dalos Stream einen tollen neuen Trick gelernt. Nein, den verrätst du nicht. Den benutze ich aber auch nicht mehr. Das habe ich auch extra bei Krotzi gerade nicht gemacht. Der Schlüssel, ne? Schlüsseltask. Ja. Die Reihenfolge der Schlüssel, die du hast, stimmt so exakt. So steht man an dem Pult, ne? Hast du auch gesehen, oder? Ja, habe ich gehört, okay. Zumindest. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, dass ich so eine Sucht an dem Spiel habe. Ist okay, Scherz. Ich weiß nicht, tut's mir auch nicht leid. Also ich würde sagen, du suchst in einer neuen Gruppe und wir suchen uns einen neuen Krämer. Am besten. Ja. Es gibt keine anderen Krämer, okay, wie schnell, könnt euch... Wie schnell laufen eigentlich die Warte, Runden ich bin nämlich gerade oben, okay? Das Schmerz. Aber bitte einen, der nicht so viel weiß. Na dann. Ey, ich hab jetzt wirklich ein schlechtes Gefühl, wenn ich hier rausgehe, ne? Sollst du auch. Sollst du auch. So, das heißt, also, wie viele sind wir da noch? Also, machen wir noch weiter, oder? Ja, er ist auch gemeint zu uns. Oh, ich darf starten. Ja, dann go, ne? Ja, ihr könnt die Einstellung so lassen, weil ihr jetzt gleich viele Spieler wieder seid. Genau. Ja, gut. So, warum spielst du jetzt Wallpaper-Engine? Bist du bereit zu starten? Was ist... Ach, bitte, so, das ist scheiße, weil die ganze Zeit gemütet wird. Ja. Und natürlich lässt er mir das. Und außerdem, er spielt jetzt noch ein bisschen und irgendwann seid ihr mindestens genauso gut wie ich und dann haben wir alle dann gemeinsam... Dann darfst du aber 3 Wochen gar nicht mehr spielen und keinen Stream schauen und nichts tun. Ich bin so willst du mir schon das Leben im Moment wegnehmen? Apropos, streamt Dalo heute wieder? Dalo hat gestreamt. Hat er? Geil! Wieder ein Video. Super! Tschüss! Und hat noch beim Mangas gespielt. Heilige Scheiße, ich bin mal der Buster. Das muss ich noch zu Ende schauen. Also haut's rein, ne? Wie gesagt. Ah, jetzt spielt er. Ich entschuldige mich bei allen für Unannehmlichkeiten. Bis morgen. Ach, Quatsch. Zack, zack, das ist... Heilige Scheiße, jetzt wo er halt ist, ne? Ja, wie mache ich das jetzt? Ich habe auch keine Ahnung, wie ich jetzt hier was machen soll, ne? Ich muss jetzt irgendwo... Scheiße, ich würde dich so gerne da killen, aber... Oh Mann, wie gehe ich das jetzt an und wo ist der Rest eigentlich? Schaut mal 10 Sekunden nicht auf die Vitals und dann ist einer tot, Alter. Also vor 10 Sekunden ist er gestorben? Na, ja, sagen wir ja 15. Wo? Okay. Wo denn? Er war unter hier dem Emergency-Button-Raum. So, wo ist das? Da, wo wir sind. Sind wir gerade Emergency und direkt da drunter. Achso, direkt unter uns, okay, da. Ja. Da ist er. Also ich bin von links gekommen. Ich war beim Labor und bin dann runtergegangen Richtung. Habe ich, ich war auch im Labor. Durch. Ich bin jetzt auch kurz. Da wollte ich auch gerade durch. Ich bin gerade am Labor an der Tür und will gerade rein die Quest an dem Fernraum da machen. Nee, die wollte ich bin hinten an der Alter, ich kann das Wort nicht. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt da hinten. Kontaminationsdusche. Okay. Ich hab's ein Grüppchen. Kontaminationsdusche ist links und also ist ganz rechts und in der Mitte. Ganz unten. Rechts, in der Mitte, unten, okay. Also einmal ganz also rechts und einmal unter uns. Einmal ganz unten, wenn du also diesen rechten Gang du warst, ne?
Wo ich dich einmal umgebracht habe. Ja, dieser ganz am Anfang mit Unmut. Genau. Da vor und da, also bei beiden Seiten ist dann jeweils so die Kompensation. Ach so, okay. Gab es Grüppchen? Nee. Also ich war in keiner. Nee, ich auch nicht. Okay, Michi, wo warst du? Ich war oben in CCTV. Ah, hast du mich auch noch gesehen, glaube ich, Chris, ne? Ja, genau. Du glaubst. Wieso habe ich gerade Rainbow Flashbacks? Aber wo bist du denn hingegangen genau danach, Chris? Ich habe Leo gekriegt. Also mit welchem Ziel? Ich bin erstmal runter, ich habe Mario gesucht. Ich glaube, das ist Leo. Weil ich habe den ganz kurz gesehen, ne? Ich glaube, es ist entweder du oder Mario. Ich bin nicht sicher, ob er ins Loch reingegangen ist oder nicht. Ich habe ihn kurz gesucht. Das kann aber auch Omni sein. Bin aber unten links die Räume abgeklappert, dann bin ich halt rechts zu Admin und dann habe ich... Also in den Emergency-Dings und habe ich Kotzi gesehen. Ja gut, wir mussten skippen. Mein erster Kino, der war erfolgreich. Schön. Scheiße, die Jungs haben schon fast alles fertig. Ja. Es war ja gerade das Licht aus. Jetzt bin ich da, hab das Licht angemacht, bin dann den Gang einfach runtergegangen und da unten sind diese Wasserdinger, die du drehen kannst. Ja, genau, ganz unten links, ja. Da unten. Okay. Also unten links. Wer, also von oben kam mir keiner entgegen, dann muss er nach rechts gegangen sein. Wer war da? Ich war bei Weitest. Wo warst du, Chris? Ich war bei Weitest, hab gesehen, dass einer tot ist und dann bin ich kurz, glaube ich, nach rechts raus. Mario, wo warst du vorher? Ich bin aus der Ecke mit den Kontaminationsdingern, da habe ich mich ein bisschen festgegangen mit den Türen. Dann bin ich dann halt da oben Richtung Haupteingang und von da aus dann Richtung Elektriker die Tür zuzumachen. Also Haupteingang, sage ich, wo wir gespawnt sind. Warum bist du in der Ecke gewesen? Also hattest du eine bestimmte Aufgabe? Ich bin da unten nochmal lang gelaufen, um zu gucken, wo das da war, wo Christian das erwähnt hatte. Wir hatten ja davor über den Kontaminationsgang gesprochen. Hm. Und da hatte ich da Probleme mit den Türen. Dauert das immer so lange, bis sie sich öffnen? Ja. Also ich lehne mich jetzt nicht auf dem Fenster, weil es ist eigentlich Fakt, dass Terror oder ich es nicht sein können. Oder Terror sehen wird das falsch. Nee, ich bin... Wir beide waren eigentlich ganze Zeit gerade zuletzt zusammen. Ja. Chris, wo warst du? Ich hab doch gesagt, ich war weiter. Wir sind durch die komplette Schleuse zusammen, so, okay. Durchgegangen und. Ich beobachte, wie ich in die Schleuse gegangen bin. Ja. Ja, aber dann warst du sehr schnell weg und kannst oder bist ja, klar in die Richtung gegangen, ne? Ja. Ich habe halt von dort aus habe ich eine Task gemacht, dann halt drüber zu Weitest, habe gesehen, dass einer tot ist. Und dann bin ich nach rechts raus. Nach was bist du gelaufen, wo einer tot ist? Nach rechts raus.
Ich war bei dem Vitals, bei diesem Vital-Dings, da kannst du gucken, wer lebt und wer tot ist. Und hab gesehen, dass, okay. Das wusste ich noch gar nicht. Gesehen, dass einer tot ist. Also es ist nicht bei jeder mit. Okay. Also mein Verdacht ist auch, also ich kann, also wenn ihr beides nicht verdacht, denke ich auch, es ist Mario gewesen. Aber ich würde sagen, skip vote. Ich auch für. Ich schätze mal einmal wirklich, also ich, vielleicht habe ich mich nur verguckt. Ich meine direkt am Anfang wäre Mario einmal durch ein Loch gesprungen. Kann auch sein, dass ich ihn nur verguckt habe. Und ich glaube beim nächsten Mal sagt mir die Taste vielleicht ein bisschen erhöhen, oder? Ziemlich schnell. Maybe. Ja, also war schon die Quest vorbei, oder was? Ja. Das mit den Quests ist übel scheiße. Da war ich es einmal und dann... Das ja, ist das zwei war... Sekunden erledigt, Alter. Bist du ganz am Anfang, als Tixing Lights, da waren Michi, Mario und ich, waren da ganz oben. Bist du durch ein Loch gegangen? Ja. Kann das sein? Ja. Okay, gut, weil ich habe ihn kurz nicht mehr gesehen. Also, hä? Wo ist er hin? Aber ich habe dich überhaupt nicht gesehen. Ja, da habe ich dich ganz kurz gesehen. Das war... Also, da oh, als ich rein oder rausgekommen bin? Als du rausgekommen bist, dann da oben in der rechts in der Ecke bei der Lava irgendwo, ne? Nee, ich meine ganz oben links bei Engineering. Nee, ich bin unten links irgendwo reingesprungen und oben rechts raus. Da, wo ich gerade sagte, dass ich auf dem Weg Richtung Labor war. Nee, dann hab ich dich gerade eben noch... Ja, also die Aufgabe auf jeden Fall mal hochstellen, ne? Ja. Das war doch so behindert. Da war es einmal und ich guck so, okay, ich habe zwei getötet, guck nach oben links, fuck. So, dann machen wir mal. Das Einzige, was du beim nächsten Mal machen kannst, ist das mit dem Reaktor halt, Anführungszeichen, auch da zu machen, weil da müssen wir uns trennen. Ja. Ich würde ja, ich habe die beiden anderen, die habe ich gesehen, die waren freigeschaltet bei mir. Ich weiß nicht, ob man die freischalten muss, die anderen. Also Electric konnte ich machen und dann noch irgendwas anderes. Ja, das hat einen Cooldown, theoretisch kannst du nach einer gewissen Zeit alles machen. Ja, das hat immer einen Cooldown. Das heißt, man kann von Anfang an zum Beispiel erstmal nur das Licht machen und nicht was anderes. Nee, erstmal, wenn du spawnst jetzt, dann kannst du erstmal noch nichts machen, hat alles einen Cooldown. Halt. Okay. Kannst du halt alles halt machen. Wenn du mal Licht gemacht hast, dann funktioniert das andere aber auch nicht. Es genau. Hat das genauso ja. Cool dann. Das ist alles gleichgeschaltet. Ja, okay, genau. Ich hätte einiges bei mir noch blockiert gehabt, das hat mich dann ein bisschen gefallen. Ich habe jetzt eine Longtask dazu, soll ich noch irgendwas dazu machen? Ich glaube, das passt. Ja, probieren wir einfach mal, ne? Ja. Okay. Und zweitens, es geht los. Zeit hat der relativ viel. Ja. Schade. Schade, schade, schade. Da war ich es einmal und dann... Naja, die Schlüsselsache ganz vergessen. Wieso ist die Schlüsselsache nicht drin? Das mit dem Licht, das könnte ich machen, aber... Wie auch immer da jetzt kommt, ne? Los, zunächst erstmal ganz kurz klären.
wenn man eine Frage hat, kann man den Notfall-Dings da drücken? Oder wirklich dann nur Notfall? Du kannst auch so drücken. Okay. Du kannst ihn halt nur einmal drücken, deswegen musst du jetzt gut auf. Achso, okay. Ja, oben rechts in der Ecke, da war hier dieser Dekontaminationsgang. So, ich bin durch die erste Tür rein, die Türe ging zu, stand dann vor der zweiten Türe. In dem Moment, wo sie über die erste geschlossen hatte, kam Leo direkt an die Türe, ist aber nicht mit mir in den Raum reingekommen. Dann ging die... Hä? Ja, warte, du warst bei mir außerhalb des Raums, da ging die zweite Tür auf und ich konnte in den Gang und plötzlich warst du bei mir. Das war bei mir und Terror auch. Terror war bei mir auch plötzlich vorhin mal drin. Das ist ein Bug. Okay. Wir haben halt Ping-Unterschiede. Aber du hast mich doch rechts oben gesehen. In dem Met-Ding. Wo? Du warst doch auch rechts oben. Da bei diesem runden Teil. Ich hab dich ja gesehen, wie du bei mir vor der verschlossenen Tür auf einmal erscheint bist. So ganz knapp am Rand. Bei mir war die offen. Okay, ja, nee. Ich sag dir, das will ich jetzt hier nicht irgendwie... Das ist irgendwas mit einem Ping-Unterschied. Keine Ahnung, das ist halt ein Bug. Das wollte ich nur geklärt haben. Ob das ein Bug ist oder ob da irgendwie was anderes im Busch ist. Der Poster könntest du die Quest rechts oben auch machen. Bitte? Die Quest rechts oben mit diesem Draufstellding. Ich bin da, ja, ich hatte da zwei angezeigt gehabt. Also ich dachte, ich hätte zwei angezeigt gehabt. Ich bin da aus einfach so hingerannt, aber dann war da doch nichts. Deswegen bin ich dann hier runter in den Kontaminationsgang. Also alles cool. Skip. Ich hab gar keiner gestorben. Das ist auch erledigt. Unten rechts, wie komme ich da hin? Wie komme ich da hin? Durch den Kontaminationsgang, okay. So, geht zu. Los geht's. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ich bin stolz auf mich, ich kann zählen. So, dann den Download. Und ich glaube, ich muss jetzt gleich irgendwo uploaden, ne? Communication. Nicht schon wieder. Hilfe. Gerade schon den Monitor tot gesehen, der ist links, wo man die Flaschen austauschen muss in dem Raum. Links, wo man Flaschen austauschen muss? Ihr wisst, wo ich meine, oder? O2? Ja, ist O2. Also ne? Relativ links mit. Links, ne? Ja, der unterste Link ist ja, wo man drehen muss wegen dem Wasser, ne? Ja, aber der. Da drüber, der Raum. Also ich kann jetzt nur sagen, ich habe Stefan oben rechts an diesem Seismic-Ding da gesehen, glaube ich, heißt das? Wo du da deine Hand scannen musst? Genau. Christian ist dazu gestoßen und kurz bevor ich Stefan gesehen habe, ist Terror noch von dort von der Außenseite weggelaufen. Ja, genau, ich habe dann gesehen, dass du schon dort bist, bin ich gerade dorthin gelaufen zum anderen. Warte, wo bist du hingelaufen, Terror? Er ist von rechts, wo man die Hand auflegt, dann nach links gelaufen. Wo man als, genau, das ist zum anderen Hand, also weil wir müssen ja beide gleichzeitig aktivieren. Ich kann sagen, der Mord, der muss wahrscheinlich, als das Licht ausgegangen ist, entweder ganz am Anfang davon oder schon davor gewesen sein. Weil ich habe auf Vitals geguckt und da war der schon tot. Zu der Zeit. Okay, so, gut. Und wer mir sehr hastig entgegenkam in Richtung Weapons unten, war Terror aus der Richtung. Ja, weil er da schon das Nuklear da gemacht worden ist. Da bin ich gleich rechts rauf gelaufen. Und da habe ich gesehen gehabt, dass Luma da schon gestanden ist und bin ich gleich nach links gelaufen. Ich stand da nicht. Du bist kurz vorher... Ich stand da nicht, Stefan stand da oben. Ich bin von unten nach oben gelaufen. Ich wollte gerade reinrennen. Da sind wir uns über den Weg gelaufen. Oder was da?
Also Terror ist mir entgegengekommen und ist in Weapons reingerannt zu dem Computer mit den Asteroiden abschießen. Also Blödsinn. Ja, stimmt. Zuerst habe ich Asteroiden und dann habe ich gleich bin ich gleich zu den Nuklear dahin gerannt. Wo warst du denn vorher vor den Asteroiden? Habe ich die Kabel verlegt bei der Eingangstüre. Aber ich bin Richtung O2 halt nicht in den Raum von dort gegangen, aber ich bin durch den Weg durchgegangen, das stimmt. Aber Chris, wo kommst du her? Ich kam von rechts, ich bin durch die Dekumulationsscheiße gelaufen. Was machen wir? Skippen wir erstmal? Skippen. Aber für mich ist Terror ein sehr großer Verdächtiger. Ja, ich muss ehrlich gestehen, ich war in der Nähe, ja. Merken wir uns das. Ja. Und sei es fixen. Nee, es ist dann immer weg. Nach dem Buddy Report. Da ist der besagte Upload. Folgendes. Chris, ja? Du hast mich unten links gesehen, wie ich bei Weapons war. Ja. So, da warst du dabei. Dann sind wir beide bei dem Alarm nach oben links in die Richtung gelaufen. Da bist du vorher noch in diesem Communications Room abgebogen. Ja. Dann sind wir beide oben links gewesen. Dann hast du dich an den Terminal angestellt. Link. Ja. Und dann bin ich nach rechts gelaufen. Ja. Da kam mir Terror entgegen. Und bin mit Terror dann an Michis Leiche quasi erstmal vorbei, um das Ding da zu deaktivieren. Weil das wichtig war. Ihr hättet doch direkt Michis Leiche reporten können, wär's. Achso, das geht auch. Gut. Und, wir sind beide nämlich dann so gesehen an Michis Leiche drüber gelaufen. Ich bin dann noch zum Terminal gegangen und hab danach Michi reportet. Noch eine Frage. Als das Licht ausgegangen ist, was hast du gemacht? Da war ich entweder kurz davor oder schon dabei, diese Asteroiden-Dings da zu machen. Okay, also du warst alleine oder hast du noch einen gesehen? Ich war alleine. Allerdings, du bist ja direkt danach da gewesen bei mir. Wir sind beide links unterwegs gewesen. Terror kam jetzt einzigster aus der rechten Ecke entgegen, wo Michis Leiche lag. Eine Frage, Terror, was hast du gemacht, als das Licht aus war? Das Licht, wann war das Licht aus? Gut. Reicht mir. Reicht mir, das Lachen reicht mir dabei. Hä? Es geht ja gar nicht. Das Nuklear hat losgegangen gerade. Und ich bin davon durchgelaufen, weil es nur noch 10 Sekunden gehabt hatte. Aber als das Licht ausgegangen ist, war es halt einer. Das war ja vor, keine Ahnung, vor 2-3 Minuten. Das Problem ist, genau dann ist halt Kotzi gestorben. Und weil da war ich ganz woanders. Da war ich beim. Ja, ist eben wurscht. Ihr habt mich eh beide gewohnt, deswegen. Oh Mann. Aber ich war's, ja. Ja, gut.
Eigentlich noch 2 Sekunden länger, hätte sie ihn nicht reportet, in den 2 Sekunden hätte ich dich auch noch weggeschnitzt. Ich hab die ganze Zeit gewartet, also es drückt keiner den Knopf. Ich denke mal, muss ich jetzt wieder nach rechts gehen? Ja, das hat mich so gewundert. Erstmal so, okay, ich hab gedacht, okay, wir haben noch 2 andere im Spiel, die sind bestimmt da irgendwo da, schon da ich oben. Ich war so blöd, dass ich es nicht deaktiviert habe, dann wärst du nicht mal hingegangen. Das wär's gewesen. Hättest du es deaktiviert, wäre echt nicht da gewesen. Dann wäre ich irgendwo mittig gewesen. Ja. Ich wollte gerade oben rechts deaktivieren, aber nein, wer steht denn da vor mir? Ja. Sensenmann. Ja, doof, ja. Boah. Also schön abgewartet, bis einer kommt, dass ich ihn wegschütze. Ich bin auch überall hingelaufen, hab versucht, die Leiche von Stefan zu... Ich will auch mal den Poster sein, wenn Krämer nicht da ist. Dann ja, das will jeder. Warum lebst du noch? Ich weiß nicht. Junge! Junge! Ja, aber das ist eine Geburt, die da graben muss. Ich guck mal jetzt mal. Wo kommst du denn da?